Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Ninja Shinigami Tutorials. Ich hatte bereits angekündigt, dass ich mich jetzt erstmal um die Daily Quest kümmern möchte und genau das werden wir heute auch weiter tun. Dafür sind wir heute in einer weiteren Daily Quest. Und zwar geht es heute um den Erfolg auf Englisch Warlord, auf Deutsch Kriegsherr. Und es geht darum, an Tag 1 des Brandstifter-Jobs alle Waffen aus dem Hangar zu stehlen. Wer das Spiel auf Englisch spielt, die Mission heißt auf Englisch Firestarter. Ist die Mission, wo ihr am zweiten Tag ins FBI-Headquarter einbrecht, ach nein, FBI-Außenposten einbrecht, so rum, und am ersten Tag die Waffen aus den Hangars der Mendozas klauen sollt. Ich kann hier wieder bloß eine teilweise Einweisung geben, da das Problem ist, dass ich einfach, wenn ich jetzt alle Positionen euch zeige, ihr werdet sie euch sowieso nicht merken. Übrigens, eventuell etwas Verzeihung, falls ich mich hier ein bisschen erstmal nicht zurechtfinde. Ich habe gerade da in den letzten Tagen einfach alles ja richtig falsch gelaufen ist quasi. Also so gesagt, in den letzten Tagen hat sich jetzt bei mir gerade mein Headset verabschiedet, hat sich meine Aufnahmefestplatte verabschiedet und hat sich meine Tastatur insoweit verabschiedet, dass sie jetzt einfach nur extremst laut ist. Das war leider schon seit einer Weile. Jetzt ist es wirklich sehr stark, deswegen bitte ich etwas um Rücksicht, wenn ich jetzt gerade noch ein bisschen mich zurechtfinden muss, da auch gerade für mich das Ganze noch ein bisschen neu ist, da ich jetzt eine neue Tastatur habe, zumindest für die Aufnahme, die ich nutze. Das ist jetzt einfach nur eine Silikon-Tastatur, einfach um die Aufnahmelautstärke, den Tastenanschlag gering zu halten. Habe ich mich momentan dazu entschieden, da das neue Mikro nicht so wirklich so will, wie ich es möchte. Deswegen nicht wundern, wenn ich eventuell mich erstmal auf der Tastatur zurechtfinden muss. Das ist für mich eine gewisse Umstellung. Ja, Hector möchte uns eine Nachricht schicken, das ist schön für Hector. Yay, schneller PC for the win. Damit beginnt die Mission. Wie bereits gesagt, ich kann an der Stelle nicht alles zeigen. Ich kann euch die vier verschiedenen Hangars zeigen, oder könnte es, denn ich werde es wahrscheinlich nicht tun. Es wird euch allerdings nicht viel bringen. Ich zeige euch jetzt einfach nur grob, wie das Ganze funktioniert. Dafür Grunderklärung eigentlich. Sogar unentdeckt. Grunderklärung sollte eigentlich den meisten bewusst sein. Es gibt hier vier verschiedene Hangars. Das ist dann einmal da, einmal da, einmal da, einmal die letzte, die jetzt gerade offen ist. Alle vier sind mögliche Positionen, alle vier können offen sein. Spielt ihr bis Overkill, ist nur eine dieser Hallen offen. Auf Deathwish sind es dann zwei Hallen, die geöffnet werden. Unser Ziel ist es nun, alle Taschen rauszuholen. Dafür, wie ich schon mal im letzten Tutorial angesprochen habe, ja, ich nutze noch Hawksword, ist einfach zum Teil geschuldet Faulheit, muss ich ehrlich zugeben, und ich kann auch sagen, dass ich jetzt nicht, ja, mir fehlt momentan so ein bisschen die Herausforderung, wo ich jetzt aktiv hier spiele. Ich spiele relativ selten jetzt PD, ich spiele vor allen Dingen DC in letzter Zeit, muss ich zugeben. Das ist für mich allerdings auch noch ein bisschen kompliziert, weil mein Rechner es nicht so mitspielt. Nichtsdestotrotz, ich alarmiere jetzt hier einfach mal die ganzen Wachen, denn es geht jetzt um das Zeigen hier. Warum es euch gehen sollte, also was diese Mission hier ist, alle Waffen klauen. Dafür muss man dazu sagen, die Waffen können hier überall liegen. Also hier könnte zum Beispiel auch eine Waffe liegen. Ihr habt hier unten verschiedene Positionen. Die Waffen an sich sind in diesen Kisten hier. So, jetzt hier gerade einmal, zweimal. Also sind immer in diesen Kisten hier. Noch eine. Die müsst ihr eigentlich rundherum wirklich hier überall absuchen. Also ihr seht auch hier noch eine, ihr seht dort noch eine. Sie sind auch hier oben dann. Es gibt einfach rundherum so viele Positionen, dass es einfach keinen Sinn machen würde, sie alle zu zeigen. Sucht wirklich in aller Ruhe hier das Ganze ab. Habt ihr Hawkswood, habt ihr das Ganze natürlich etwas einfacher. Ihr seht, wenn die Taschen weg sind. Wichtig für euch ist, selbst wenn ihr hier draußen alle Waffen eingesammelt habt, ist der Erfolg, sammelt alle Taschen ein. Das heißt, ihr müsst hier so oder so diesen Drill setzen. Alternativ habt jemanden mit C4 oder mit einer Säge dabei oder habt selbst eins von beiden. Das beschleunigt das Ganze natürlich. Aber auch das, was in diesem Container drin ist, muss mitgelootet werden. Also auch das müsst ihr hier wirklich rausschleppen und müsst es mit extrahieren. Mit mehr Spielern natürlich wieder leichter möglich. Da es keinen Schwierigkeitscap gibt, ist das allerdings auch mit niedrigeren Schwierigkeitsgraden möglich. Ansonsten, euer Hauptziel, also was ja dieser Erfolg ist, sicher die Geldtaschen. Was viel
viele jetzt hier in der Mission noch nicht wissen, wie mir mal aufgefallen ist. Diesen Text, oben habt ihr die Aufgabe angezeigt, stehlt oder zerstört die Waffen. Was viele nicht so ganz registriert haben, ist dieses zerstört die Waffen. Das ist relativ einfach. Ihr habt diesen Tank, der jetzt hier gerade ist, ist an irgendeiner Stelle in der Map. Also er kann da sein, er kann dort sein und er kann dann dort hinten und dort hinten sein. Ihr habt halt auch die Variante, was ihr nicht machen solltet für den Erfolg, dass ihr einfach nur zu Demonstrationszwecken jetzt mal hier diese Waffentasche reinschmeißt, sie explodiert und hier oben jetzt links jetzt seht, 1 von 4, also das zählt genauso. Ja, das ist das Einzige, was ich noch gemobbelt liebe, wenn sie mit Nahkampfangriffen ankommt. Das ist also auch eine Variante, die ihr durchaus habt, dass ihr das Ganze dort einfach zerstört. Für diesen Erfolg müsst ihr es allerdings rausschleppen. Das war natürlich einfach noch gerade mal Demonstrationszwecke, da ich viel erlebt habe, die diese Option wirklich nicht kennen. Ansonsten ist euer Ziel wirklich einfach nur alle Taschen, die ihr besitzt, also die gespawnt sind. Wie gesagt, Hoxhot ist hier eine ganz nette Option, weil es euch einfach alle Taschen anzeigt. Ansonsten wirklich sehr gezielt suchen und wirklich darauf achten, dass ihr alles gefunden habt. Also nur fast 2-3 Mal suchen, Hauptsache ihr habt wirklich alles. Und dann zack hier rein. Euer Ziel ist es, sämtliche Waffen, so wie ich es jetzt gemacht habe, mit hier oben reinschmeißen, das mit allen Taschen zu machen, also mit jetzt gerade eben noch verbleibend 8 Taschen, die eine habe ich zerstört, also mit den 9 Taschen. Hier haben wir uns gerade 10 Taschen gesammelt. Das ist eigentlich alles, was dieser Erfolg für euch verlangt. Fängt, hoch, wie gesagt, die Tastatur ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, Bonnie verbrennt ihr Fett durch nicht rennen, sondern durch rennen direkt. Naja. Ja, das ist alles, was dieser Erfolg an sich von euch verlangt. Ihr müsst einfach nur wirklich darauf schauen, dass ihr soweit dort dann die Waffen alle findet, wirklich jeden Platz findet und diese ganzen Waffen dann hier oben in den Truck reinschmeißt und sichert. Das ist alles, was der Erfolg für euch verlangt. Eigentlich ein sehr leichter Erfolg, eigentlich auch sehr gut machbar als Daily. Ich hoffe, für die Leute, die noch nicht so ganz wussten oder sich nicht ganz sicher waren, was dort jetzt Sache ist, denen hilft das Ganze. Und ich freue mich darauf, euch im nächsten Video zu sehen. Bis dahin.